Heute werden die Wachposten verdoppelt. Haltet die Augen offen. Wenn ihr irgendetwas Ungewöhnliches seht, meldet es sofort. Verstanden? Ja, Herr! Ich habe die Schuhe nicht ausgezogen. Nein! Ich bin es, Heinrich. Vergib mir die Störung. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Oder doch? Herren. Nein, ich war eh wach. Was führt dich zu dieser späten Stunde hierher? Ich dachte, du könntest etwas Wein vertragen. Oh la la. Das ist genau das Richtige, um einzuschlafen. Hab Dank, Herr. Hab Dank, wirklich. Aber das hättet ihr nicht. Ihr hättet auch einen Diener schicken können. Das hatte ich vor. Aber um die Wahrheit zu sagen, konnte ich auch nicht schlafen. Bei meinem Gebet musste ich an dich denken. Es war bestimmt schrecklich für dich. Ich kam, um dir Trost zu spenden. Um dir zu sagen, dass du nicht allein bist. Wie nett. Danke, Herr. Kein Problem. Nun, Heinrich, ich weiß, das muss für dich alles neu und seltsam sein. Aber fühl dich bitte wie zu Hause. Also sorge dich um nichts außer um deine Genesung. Nur Gott allein weiß, was du alles durchgemacht hast. Ich weiß, was es heißt, allein auf der Welt zu sein. Wenngleich dein Verlust viel schwerer wiegt. Mit Gottes Hilfe verflüchtigt sich der Schmerz mit der Zeit. Darüber zu sprechen kann sehr hilfreich sein, wenn dir danach ist. Ja, dann berichten wir doch einfach mal vom Überfall. Damit herzlich willkommen zurück zu Kingdom. Dann kam Deliverance. Jetzt kann ich den Namen schon nicht mehr richtig aussprechen. Da muss ich mir mal was überlegen. Das ist nämlich ein echter Zungenbrecher. Ja, wir erzählen ihr mal. Die hat es doch auf uns abgesehen. Das habe ich doch schon von Weitem gerochen. Mensch, wie sie uns ganz leicht berührt hat an der Hand. Wir reden mal mit ihr. Apropos berühren. Was ist denn mit Bianca? Ob es die geschafft hat, die hat es doch wahrscheinlich auch nicht rausgeschafft aus der Stadt. Wahrscheinlich hat es keiner rausgeschafft. Uiuiui. Wir berichten jetzt mal vom Überfall. Du könntest recht haben, Herren. Ich erzähle dir davon. Es war schrecklich und kam unerwartet. Ein Tag wie jeder andere. Vater schickte mich für Besorgungen ins Dorf. Ich ging zur Schenke und traf mich mit meiner liebsten Bianca. Könnt mir jetzt schaden? Können wir jetzt sagen? Ich holte in der Schenke Bier für Vater. Was war denn jetzt? Ich weiß die Aufgabe eines Stallburschen, aber es kümmerte mich nicht, denn Bianca arbeitete dort. Hatte der es jetzt automatisch gewählt? Wir wollten uns später treffen, aber dazu sollte es nie kommen. Du armer Junge. Als ich alles erledigt hatte, eilte ich nach Hause. Ich hatte Vater versprochen, ihm bei der Arbeit zu helfen und freute mich schon darauf. Er schmiedete Herrn Ratzig ein Schwert. Ah, da ist ein Zeitlimit. Herr Ratzig begutachtete das Schwert. Das Schwert hatte Form angenommen, als Herr Ratzig vorbeikam, um es zu begutachten. Er lobte Vaters Geschick und sagte, er könne seinen Lebensunterhalt auch in Prag oder Wien verdienen. Tatsächlich? Aber Sigismunds Horde wartete schon am Horizont, bereit anzugreifen. Riesiges Heer. Ein Heer stand versammelt. Fahnen wehten im Wind, die Rüstungen glänzten im Sonnenlicht und die Rösser wieherten ungeduldig. Sie warteten darauf, dass Sigismund das Zeichen zum Angriff gab. Wie furchtbar! Und dann brach der Tod über Skalitz herein. Das haben wir doch gar nicht gesehen, dass die Bianca getötet wurde. Vater sagte, dass ich gehen und in der Feste Schutz suchen solle, während er Mutter holt, die im Dorf war. Und dann sah ich, wie er einen Kuman nach dem anderen niederstreckte. Ich habe ihn noch nie so kämpfen sehen.
Doch dann bemerkte ihn der Anführer von Sigismunds Horde und ging auf ihn los. Ein Ritter in voller Rüstung. Er erschlug meinen Vater und wandte sich dann meiner Mutter zu, um sie kaltblütig zu ermorden. Armer Junge, möge der Herr ihren Seelen gnädig sein. Ich lief wie unsere Nachbarn zur Burg, doch ich schaffte es nicht. Ich musste einen anderen Weg finden. Die Männer auf den Zinnen riefen mir zu, nach Talmberg zu fliehen und euch zu warnen. Zum Glück kannte ich einen verborgenen Pfad um die Burg. Ich brauchte ein Pferd. Ich brauchte ein Pferd, um nach Talmberg zu gelangen und euch zu warnen. Und den Ereignissen zum Trotz hast du an andere gedacht, wie ein aufrechter Christ. Dann hörte ich einen Schrei. Theresa, das Müllermädchen, war vom Roman gefasst worden, die sich schändet. Nein! Lügen tun wir nicht. Machte jetzt keinen Sinn. Ich wollte Theresa helfen. Ich konnte es nicht. Ich wollte ihr zur Hilfe eilen. Gott weiß, wie sehr ich es wollte, aber... Ich trug zwar Herrn Ratzigs Schwert bei mir, aber sie waren in der Überzahl und auch gut gerüstet. Mir gelang es lediglich, eines ihrer Pferde zu stehlen und wegzureiten. Ich konnte ihr ebenso wenig helfen wie meinen Eltern. Es war nicht deine Schuld. Ich werde das Grauen nie vergessen. Es wird mich meinen Lebtag verfolgen. Das ist furchtbar. Wie konnte so etwas Schreckliches nur passieren? Nur Gott allein weiß, weshalb er so etwas zulässt. Ach, du armer Junge. Ich kann deinen Kummer wirklich verstehen, aber Gott trifft keine Schuld am Elend dieser Welt. Das ist das Werk von Satan und seinen Schergen. Das Werk von denjenigen, die von Raffgier, Neid und Stolz erfüllt sind. Du darfst deinen Glauben nicht verlieren, ganz gleich, was geschieht. Das Schicksal war meinem Gatten und mir auch nicht wohlgesonnen, das kannst du mir glauben. Obwohl, im Vergleich zu den Schrecknissen, die dir widerfahren sind. Ich war noch sehr jung, als ich geheiratet habe. Mein Vater wollte es so. Divish war viel älter als ich, aber als Frau muss man sich dem leider ergeben. Kurz nach der Hochzeit, noch bevor ich auch nur einen Blick auf Talmberg werfen konnte, wurde die Feste gestürmt und mein Gatte ins Gefängnis gesperrt. Wirklich? Er hatte wohl irgendeinen Streit mit Herrn Havel-Medek von Waldeck und dieser beschloss, ihn gewaltsam zu schlichten. Er stürmte die Burg, steckte Privislavitz komplett in Brand und tötete viele unserer Männer. Sogar den alten Kämmerer. Er warf meinen Gatten in den Kerker und postierte dort seine eigene Garnison. Das ist abscheu. Ich war gerade erst 18 Jahre alt und völlig plötzlich ganz allein mit Herrn Robert. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir gingen nach Prag, um den König und Divishs Freunde um Hilfe zu bitten, aber ohne jeglichen Erfolg. Jahrelang versuchten wir es. Doch es schien, als wäre ich zur Einsamkeit verdammt und mein Gatte dazu, in seiner eigenen Burg zu verrotten. Jahrelang, sagt ihr? 7 Jahre. Ja, so lange hat es gedauert, bis Havel zu einem Feind der Krone erklärt wurde. Und selbst dann weigerte er sich, die Burg aufzugeben und meinen Gatten freizulassen. Letzten Endes brachte ich das Lösegeld für ihn auf. Erst dann konnte ich, nur durch Gottes Gnade, endlich wieder in das Gesicht meines Gatten blicken, Heinrich. 7 Jahre. Und wurde Havel dafür bestraft? Nein, nie. Und nach diesen 7 Jahren kehrte mein armer Gatte als gebrechlicher alter Mann zu mir zurück. Herr Divish scheint ein guter, starker Mann zu sein. Ja, gewiss, doch leider hat er sehr viele Sorgen. Er musste Talmberg wieder errichten. Nachdem er freigelassen wurde, ernannte ihn der König zum Burggrafen des Schlosses zu Prag. Er war sehr beschäftigt. Da war keine Zeit mehr für mich. Aber immerhin waren wir in der Stadt und da lief schon so einiges. Und nun sind wir hier. Herrin, ihr seid noch jung und wunderschön. Ihr habt eure besten Jahre noch vor euch. Wenn das bloß wahr wäre, Junge. Wenn das bloß wahr wäre. Aber weshalb belästige ich dich damit? Du hast genügend eigene Sorgen.
werde gehen und dich schlafen lassen. Moment, lass das Essen da. Das war eine schöne kleine Unterhaltung. Gute Nacht. Gott sei mit dir. Gute Nacht, Herrin. Und die Schuhe ausziehen, Mensch. Vergiss das doch nicht. Heinrich, wach auf! Das willst du nicht verpassen. Was ist denn? Ist was passiert? Komm zum Wehrgang. Die Wachen melden, es wären Leute aus Scarlitz auf dem Weg hierher. Begib dich über die Treppe am Tor zum Wehrgang. Ich muss noch mal kurz was loswerden. Bezüglich der Zwischensequenzen, das hört man ja, die sind sehr leise abgemischt. Ich kann da leider nichts dagegen tun. Das tut mir wahnsinnig leid. Offenbar gibt es hier wirklich Unterschiede zwischen den geskripteten Rendersequenzen oder Zwischensequenzen und hier den normalen Unterhaltungen. Und das ist halt mega, mega doof jetzt hier fürs Zuschauen. Ich habe jetzt ja die Untertitel eingeblendet. Ich hoffe, das passt trotzdem. Und vielleicht wird das im Laufe des Spiels nochmal besser oder es kommt ein Patch raus. Das wäre richtig, richtig gut. So, wir holen uns die Fackel. Wenn du bei Nacht Licht brauchst, halte 1 gedrückt, um deine Fackel zu benutzen. Einen Trank des Nachtfalken, um in der Nacht besser sehen zu können. Das können wir auch machen. Wir machen das aber jetzt erstmal mit der Fackel. Tür auf. Ich dachte, wir hätten bis zum Morgen geschlafen. Dem ist offenbar nicht so. Und es regnet auch noch. Das ist ja wunderbar. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hoch, ne? Jetzt müssen wir hoch zum Wehrgang. Wenn wir uns in den Wäldern nicht erwischen, hier können wir uns zumindest verteidigen. Der Graben ist tief und wir haben viele Vorräte. Wer hat gemeint, Sigismund hätte eine Horde fremder Söldner angeheuert? Sie kennen sich hier nicht aus wie wir. Könnten uns irgendwo verstecken, bis alles vorüber ist. Kann sein. Aber dann würden die sich irgendeinen Skalitzer zur Brust nehmen, der ihnen alles verrät. Daran habe ich nicht gedacht. Nicht, dass ich auf eine Schlacht aus wäre. Aber wenn ich einen Ort wählen müsste, dann den hier hinter den dicken Mauern. Wie gesagt. Tja. So, wir schauen mal. Ah, was für ein Mistwetter. Aufgepasst! Wenn es Siegesmund ist, seid auf das Schlimmste gefasst. Lasst euch nicht einschüchtern. Hört auf mein Kommando und alles wird gut. Müssen wir mit dir jetzt sprechen? Hey, ihr da! Sagt den Leuten draußen, sie sollen sich auf einen Angriff gefasst machen. Was zum Teufel? Rasch! Verstanden! Was ist los? Weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Weshalb würde Sigismund bei Nacht auf Talmberg vorrücken? Außerdem hat er das Überraschungsmoment durch den Angriff auf Skarlitz eingebüßt. Vielleicht ist er es nicht. Aber wer dann? Die Späher von Herrn Divisch sagen, Sigismund hätte ein Lager aufgeschlagen und sich darauf vorbereitet, die Burg zu stürmen. Und Herr Ratzig ist ein erfahrener Stratege. Sicher würde er die Burg eine Weile halten können. Das ergibt keinen Sinn. Was haben die Späher noch gesagt?
Nicht viel, denn bevor sie nah genug rangekommen sind, zog der Sturm auf. Und du hattest recht, Sigismund hat verdammt viele Männer, zudem noch Söldner. Eine Streitmacht wie diese kostet ein Vermögen. Tja, spätestens, wenn sie hier sind, haben wir Gewissheit, nicht wahr? Ja, das stimmt. Halt! Wer ist da? Der Teufel und seine Dämonen! Wer sonst, Robert? Herr Ratzig, welche Erleichterung! Ist seine Lordschaft bei euch? Ja, Herr, er steht gleich hier! Oh, du bist wirklich noch wach, Divish? In deinem Alter ist gesunder Schlaf doch unerlässlich! Naja, du hast dir auch nicht gerade die beste Zeit für einen Ausflug ausgesucht. Bist du in Eile? Wir mussten leider recht abrupt aufbrechen. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Unwetter ist ein Segen für mich und meine Männer. Wie mein Großvater immer zu sagen pflegte, besser eine kleine Wunde als eine aufgeschlitzte Kehle. Dein Großvater war wohl ein weiser Mann. Der Bote hat bereits erzählt, was geschehen ist. Ein Bote? Der Junge, den du geschickt hast. Er lebt? Er hat es hierher geschafft? Er ist hier oben bei mir. Er ist gerade noch mal so davongekommen. Gott sei Dank. Ein tapferer Junge. Aber sag mir, Freund, wie habt ihr es nur geschafft zu entkommen? Ich danke Gott für dieses Unwetter. Als es losbrach, krochen Sigismunds Tataren in ihre Löcher und haben die Erstürmung der Burg wohl auf schöneres Wetter verschoben. Wir konnten uns direkt vor ihren Nasen davonschleichen. Der Herr sei gepriesen. Wir hätten keine Chance gegen sie gehabt. Möchtest du die Nacht hier in Thalenberg verbringen? Nein, nein. Wenn Sigismund die Burg morgen leer vorfindet, wird er womöglich nach uns suchen. Wir würden euch nur unnötiger Gefahr aussetzen. Wenn meine Männer und ich nicht hier sind, hat er keinen Grund anzugreifen. Aber was habt ihr dann vor? Wir marschieren nach Rathay. Es ist kein langer Weg und außerdem können wir uns dort viel besser verteidigen. Und es ist genug Platz für all diese Menschen. Falls Sigismund kommt, solltet ihr euch ergeben, Divish. Es hat keinen Sinn, eine aussichtslose Schlacht zu beginnen. Da hast du wohl recht. Ist der Junge immer noch bei dir? Ich bin hier, Herr. Du hast Mumm, Junge. Das muss man dir wirklich lassen. Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Möchtest du dich uns anschließen? Sehr gern, Herr, aber zuerst muss ich nochmal zurück nach Skarlitz. Du bist wahnsinnig! Was willst du dort? Ich kann die Leichen von Mutter und Vater nicht einfach auf der Straße verfaulen lassen. Ich komme euch nach, sobald sie bestattet sind. Denk nicht mal daran, zurückzugehen, du Esel. Bist du lebensmüde? Aber Herr... Schweig! Es tut mir leid um deinen Vater, aber dein Tod macht ihn auch nicht wieder lebendig. Divish, bitte sorge dafür, dass der Junge hier in Thalenberg bleibt, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Sei unbesorgt, mein Freund. Er ist verletzt und muss wieder zu Kräften kommen. Ich werde ihn so sicher verwahren wie Havel von Waldeck. Wie ich sehe, ist dir vom ewigen Trübsalblasen ein dickes Fell gewachsen. Ich danke dir. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Umstände etwas günstiger sind. Leb wohl. Leb wohl, mein Freund, und viel Glück. Richte an Hanisch meine Grüße aus. Das werde ich. Dir und deinen Leuten auch viel Glück. Dies sind finstere Zeiten. Abmarsch! Habt ihr gehört, Leute? Abmarsch! Der Weg bis nach Rathay ist nicht mehr rein. So, dann müssen Männer, wir jetzt nochmal. Heute Nacht verdreifachen wir die Wachposten. Mit Robert sprechen. Teilt euch wie immer auf. Und wenn ich einen beim Saufen, Würfeln oder Dösen erwische, breche ich ihm höchstpersönlich alle Knochen. Behaltet die Gegend im Auge. Gewiss entsendet Sigismund Speer. Und da er die Flucht der Skarlitzer bemerkt hat, vermutlich auch Männer, die sie verfolgen. Haltet die Augen offen und meldet unverzüglich jede Kleinigkeit. Verstanden? Das wird ja immer schlimmer, das Wetter. Ei, ei, ei. Hey, pass auf. Wie kann ich helfen? Ich bräuchte zusätzlich ein paar gute Augen. Würdest du mit meinen Männern auf dem Wehrgang Wache halten? Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ich würde es begrüßen, wenn du meiner Bitte nachkämst. Natürlich, Herr. Ich helfe dir gern nach allem, was du für mich getan hast. Sehr schön. Und keine Sorge. Die Männer lösen dich später ab.
Das sieht etwas besser aus. So, jetzt verdammt. Müssen wir einfach nur Wache gehen. Gut, gut. Das wird wie sollen wir denn da was sehen? Außerdem ist es unglaublich laut. Ich sehe nichts. Ne. Nicht der Einzige, der hier Wache hält. Hallo? Ich sehe was. Schießt sie ab. Wer baut denn hier die Schlitze, so dass man nicht sieht? Die haben so rot-weiße Gewänder. Ich glaube ja eher, dass die zu uns gehören. Na gut, dann gehen wir hier einfach mal hin und her. Da kommt schon einer. Schlurfst herum wie ein verlorenes Schaf. Deine erste Wache, hm? Glaub nicht, dass heute noch viel passiert. Kannst dich an die Mauer lehnen und auf morgen warten. Ich zeig dir, wie der Hase läuft. Mach ich. Danke. Wenn du auf etwas warten musst, kannst du die Zeit überspringen. Drücke T und lege fest, wie lange du warten willst. Pass jedoch auf Müdigkeit und Hunger. Nimm auch während des Überspringens zu mit der T-Taste. Ah, wie beim Schlafen. Da können wir jetzt wahrscheinlich irgendwie bis morgen um 8 oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie lange kann ich denn warten. Na dann. Ich hoffe, da greift jetzt keiner an. Natürlich greift einer an. Fackel löschen und runter mit uns. Hallo? Ist er eingeschlafen? Beste Grüße. Was hältst du davon, wie den Scarlets an die Flucht gelungen ist? Das Glück war ihnen wahrlich hold. Sigismund wird vor Wut kochen. Ein Jammer, dass das Schicksal nicht allen gnädig war. Oh, tut mir leid. Und du kennst Herrn Ratzig Kobilla? Das wäre übertrieben. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen. Weshalb fragst du? Er muss ein feiner Herr sein, wenn er sich so um seine Leute kümmert. Bestimmt tun das doch alle Herren. Ah, ich könnte dir da Geschichten erzählen. Über Herrn Divisch? Aber nein, so war das nicht gemeint. Ich habe nur von anderen Sachen gehört. Da rollt einem die Fußnägel auf. Verstehe. Jetzt regnet es schon wieder. Huch, wo läuft er denn hin? Wir laufen ihm mal nach. Da macht er uns einfach die Tür zu. Vor der Nase. Unhöflich. Da vorne steht auch nochmal eine Wache. Kommt schon, bewegt euch! Los, los! Was ist denn mit dir los? Oh, Mistwetter. Ich zünd doch nochmal die Fackel an. Es ist doch noch etwas dunkel. So, wo müssen wir denn jetzt? Was müssen wir denn jetzt machen? Wir müssen. Begib dich auf den. Jetzt müssen wir doch nochmal hochgehen. Sind wir noch nicht fertig mit unserer Schicht? Die Wache, ne? Hört sich genauso langweilig an, wie es ist. Richtig schön matschig, nass, kalt. Man kann das richtig spüren. Oder müssen wir jetzt hier komplett hochgehen?
Da unten waren ja auch... Ach so, das ist außerhalb der Burg. Ich schau noch mal auf die Karte. Okay, da können wir hier auch runtergehen jetzt. Ist ja egal. Wir müssen quasi außerhalb der Burg jetzt marschieren. Habe ich übersehen, dass hier jetzt offen ist? Was ist denn jetzt los? Sich dieser selbsternannte König die Liebe und den Respekt seiner Untertanen erheuchelt. In der Tat, Robert. Sigismund von Luxemburg hat ein gutes Händchen dafür, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Da kommt er. Der Drecksack. Aber du wirst womöglich noch überrascht. Ich bezweifle, dass er seine Heiden heute auf uns hetzen wird. Schießt ihn ab! Sei gegrüßt, Herr von Thalmberg! Das ist er! Das ist der verdammte Bastard, der den Angriff geführt und meine Eltern ermordet hat! Sei kein Narr! Oder willst du so enden wie sie? Ich bin Herr Marquard von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismunds von Luxemburg, König von Ungarn und Kroatien, der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen. Und im Namen seines Bruders König Wenzel IV. Die Ordnung im gesamten Land wiederherstellt. Ordnung wiederherstellen, indem er die Ländereien des Königs plündert und verbrennt? Sei gegrüßt, Herr Marquard. Dass der Bruder des Königs sich bemüht, in diesem chaotischen Land für Ordnung zu sorgen, ist zweifelsohne löblich. Jedoch sind er und seine Truppen offenbar vom Weg abgekommen. Als Burggraf des Schlosses zu Prag bin ich dem König verpflichtet. Und hier in Thalmberg herrschte bis vor kurzem noch Frieden, bis ihr eintraft. Also was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Gestern erst ging seine Majestät gegen einen der Feinde des Reiches vor, Herrn Ratzig-Kobilla. Dieser verwendete Silber aus den Skalitzer Minen, um eine Auflehnung gegen die Krone zu finanzieren. Zu unserem Bedauern konnte der Aufständische entkommen. Du weißt nicht zufällig, edler Herr, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Soweit ich weiß, ist dieser Herr Ratzig, von dem du sprichst, des Königs Hauptmann in Skalitz. Ich glaube kaum, dass er sich tatsächlich gegen unseren König auflehnen würde. Davon abgesehen kann ich dir versichern, dass Herr Ratzig sich nicht in Thalmberg aufhält. Er wäre ziemlich töricht, wenn er aus seiner Burg, die er nicht verteidigen kann, in eine andere flieht, die es ihm noch schwerer machen würde. Oder kann es sein, dass mein bescheidenes Anwesen eurer Armee irgendwie im Wege steht? Ich soll dem König also mitteilen, dass sich Herr Ratzig-Kobilla nicht hier in Thalmberg aufhält und dass er deine volle Loyalität genießt? Ich versichere dir, Herr Ratzig ist nicht hier. Und ich gedenke nicht, mich in Angelegenheiten einzumischen, die mir keinen Vorteil verschaffen. Nun gut, Herr. Wie du willst. Ich werde eure Worte dem König überbringen, in der Hoffnung, dass er sie so aufnehmen möge, wie ihr es euch erhofft. Jene mit einem reinen Gewissen und einem guten Willen brauchen keine Furcht zu haben, auch nicht in solch finsteren Zeiten, wo es kaum einen Grund zur Freude gibt. Lebt wohl, Herr. Lebt wohl. Mein Herr,
Du hast meine allergrößte Bewunderung. Gehen wir zurück an die Arbeit, Robert. So, dann wurde hier ein Angriff abgewendet. Und jetzt haben wir die Aufgabe, habe ich das richtig gelesen, unsere Eltern zu bestatten in Scarlet. Sprich, mit Herrn Robert müssen wir noch und optional beschafft ihr ein Pferd. Mal schauen, ob wir das einfach nur stehen können oder ob wir das vielleicht bekommen. Wie sieht es denn aus mit Essen? Sattheit ist einigermaßen okay, Energie auch. Es ist alles wieder im normalen Bereich. Wir haben jede Menge Sachen jetzt. Wir haben jetzt auch schon ordentlich. Oh, wir haben hier, wir können das Knappenschwert sogar ausrüsten, aber Haupthand. Moment, können wir? Knappenschwert, Knappenschwert. Beides Knappenschwerter. Ist also egal, welches wir ausrüsten. Den Bogen können wir auch noch ausrüsten mit einem Langsteckenpfeil natürlich. Mit einem verbesserten Langsteckenpfeil. Oh, jetzt schauen wir schon richtig gut aus. Und jetzt probieren wir noch kurz, auch wenn die Zeit schon etwas rum ist. Ich will mir nochmal hier anschauen. Die Haube, dann eine Beckenhaube. Jagdhandschuhe. Gepolsterte Rüstung, Nackenschutz, das volle Programm gibt es jetzt. Und ein Wappenrock. Da schauen wir doch richtig gut aus jetzt. Sichtbarkeit, Auffälligkeit, Geräusche, das passt alles auch noch. Geräusche sind wir bei 72, wenn wir hier was ablegen. Ja, da müssen wir eigentlich hier alles ablegen. Von 29 auf 59 steigt Geräusche, wenn wir die gepolsterte Rüstung anlegen. Ich würde ja eh sagen, wir legen hier nicht großartig die Rüstung an, sondern wir die Jagdhandschuhe können wir anlassen. Die machen nämlich überhaupt keinen Unterschied. Haben wir immer schon so ein Hemd getragen? Wir haben doch irgendwas anderes getragen, oder? Grünes Hemd. So, jetzt schauen wir schon ganz gut aus. Wir sind jetzt schön. Und wir haben noch den Kapuzenschal getragen. Genau, sowas. Gut. Das heißt, wir müssen dann im nächsten Schritt zurückreiten Richtung Scarlet. Vielleicht werden wir auch vorher noch ein bisschen hier erkunden. Wir haben hier noch ein paar Orte, die wir besuchen können. Die, weiß nicht, was dahinter ist, hinter den unerforschten Orten, ob das nur Landmarken sind. Aber das können wir auf alle Fälle machen. Hier haben wir noch ein X. Und ja, da gibt es einiges zu entdecken. Ich freue mich. Und das machen wir alles in der nächsten Folge. Oder in den nächsten Folgen, besser gesagt. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann. Ciao.